Hallo Freunde und willkommen zurück zu XCOM 2. In der letzten Folge haben wir eine Einrichtung der Aliens zerstört und wollen jetzt verhindern, dass die unsere Infokosten um 100% hochtreiben, weil wir definitiv keine Infos im Überfluss haben. Scheinbar schon länger einen alten Datenzugang zum Advent-Netzwerk, den die Aliens bis vor kurzem nicht kannten. Aktuellen Aufklärungsberichten zufolge sind die vom Widerstand gewonnenen Daten kritisch für die jüngste Operation der Aliens. Leider rückt Advent jetzt aus, um das Gerät zu zerstören. Das dürfen wir nicht zulassen. Eliminieren Sie alle Feinde und sichern Sie das Gebiet. Schützen Sie das Gerät um jeden Preis. Oh, es geht nach Novgorod. Ja, zum letzten Mal, als ich Novgorod gehört habe, hat Ivan der Schreckliche sich mit Alexander dem Großen geprügelt. So. Verbal. Rap Battle, um genau zu sein. Und wenn ihr jetzt verwundert seid, dann kennt ihr scheinbar Epic Rap Battles auf History. Um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. So, darf ich jetzt mal speichern? Danke. So. Wir sollen also den Sender da hinten. Oder zu das Datenabfanggerät. Das ist ja so gesehen kein Sender, es ist ja ein Abfanggerät. Sollen wir beschützen und alle 11 Gegner, die hier auf uns warten, plus eventuelle Verstärkungen, vernichten. Ich glaube, das kriegen wir hin. So. Bestätigt. Das heißt, wir klatschen uns jetzt mal hier ein bisschen durch. Ich würde fast vermuten, dass auf dem Dach was ist. Aber da es nun mal nur eine Vermutung ist. Eine feindliche Patrouille. Okay, es ist nicht auf dem sag schon. Nicht auf dem Dach, sondern unterm Dach. Rücke zur Zielposition vor. Und jetzt kommt wahrscheinlich auf dem Dach ist leider auch noch jemand. Nee, aber es hätte mich persönlich jetzt nicht unbedingt gewundert. So, Jay, du solltest aber trotzdem schon einen Schritt vor. Hast du nämlich auch Deckung dahingehend. Verstanden. Rücke ab. Du kannst gar nicht mehr so weit laufen, Trump. Ich glaube, da muss ich mal an deiner PKS was ändern, eventuell. Eventuell aber auch nicht. Mal gucken. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. So, zoomen wir noch nach vorne. Und dann noch ein paar Tipota. Also jetzt gehen wir da hin. Weil. Ach komm. Schicken wir ihn doch auch mal nach oben aufs Dach. Wechsle Position. So, Trump kann auf den Feldposten gehen. So, irgendwer schießt jetzt auf das Ding. Yeah, neuen Schaden direkt. Oh, da sind ein paar. Okay. Bin unterwegs. So. Rücke zur Zielposition vor. Es gibt ja zumindest keine Torwächter hier in der Mission. Das ist schon mal ganz angenehm. Ich gehe nicht zu dieser Position. Ich würde ja gerne auf die das Feuer öffnen, ne? Aber ich weiß noch nicht mit wem. Wirklich gute Trefferchancen haben die alle nicht. Zieh los. Das ist doch schon mal schön. Dann können wir mal gucken, wie die reagieren.
abgeprallt. Und der brennt, das ist gut. Brennen ist immer schön. Aber die Konfrontation kannst du mal trotzdem noch raushauen, ne? Voll aufs Brustbein, ey. Na schade, den hat er nicht mehr getroffen. Gerade den, bei dem es wichtig geworden wäre. Ja, du geh mal in den Kampfrausch, bla bla. Du versuch mal die Schädelauswertung. Das piekst vielleicht etwas! So, hier kriegen wir nämlich einen kleinen Informationsspeicher. Das ist immer gut, weil was zur nächsten Einrichtung braucht man nicht mehr. So. Es kann losgehen. Geht klar. Aber scheinbar kriegen wir dadurch keine Dingens auf den Hals gehetzt. Das finde ich ja mal ganz angenehm. Kein Kodex. Weil auf den hätte ich jetzt gerade keine Lust gehabt. Ich weiß, ich habe ihn gehackt, obwohl ich gedacht habe, dass da einer rauskommt, aber... Den habe ich ganz sicher erwischt. So. Dann, kannst du mal schon da reinhüpfen. Zombie. Schon unterwegs. Gehst mal ein paar Schritte vor. Bis demnach näher ran und kannst 100%. Oh, als Zombie ist echt ein kleiner Scharfschütze mit seinem Ding, also mit seinem schweren MG-Gedöns. So, der Kerl brennt eh, das heißt, der stirbt auf jeden Fall. Das ist ganz gut. Geht klar. Sicher, sicher. Den Mann gegen auch schon wieder mit einem Streifschuss getötet. Wie gesagt, erklär mir mal, wie das in der Realität funktionieren soll. Außer Streifschuss, Vene und dann Blutverlust oder halt Herzinfarkt. Da wird er jetzt mal auf da hinten. Scheiß Archons. Ne, ist der Andromedon. Das ist ein Andromedon. Das gefällt mir nur bedingt. Begebe mich zur Zielposition. So, das heißt, wir müssen mal schnell da mal hin, weil ewig hält das Ding jetzt auch nicht mehr aus. Mit ewig meine ich ewig viel, ne? Also nicht wundern. Kein Problem. So, bitte einmal dahin, Peter. Sehr gut. Stark, also. Okay, die kommen raus, das ist gut. Ja, ich glaube, die Brandbombe wäre schon mal ganz sinnvoll. Schade, dass es den scheinbar nicht trifft. Oder den da hinten. AKA den Andromedon. Aber zumindest ein bisschen was können wir mal anrichten hier an Schaden. So, die brennen beide, das ist gut. Ja, Kampfrausch, bla. So. Wechsle Position. Irgendwie habe ich es in letzter Zeit wieder. Entschuldigung. Ja, schießen wir mal auf den. 78%, das ist durchaus machbar. Oder auch nicht. Okay, nicht erwischt. So, Trump. Trump kommt bis maximal hier. Der kann echt nicht weit laufen, ey. Halleluja. Gucken, die Kondensatorentladung reicht aber auch nur, um den einen zu treffen. Dann können wir aber auch sinnvoller das Gefechtsprotokoll mal auf den schmeißen. Finde ich irgendwie sinnvoller. So.
Glück haben, kann Boindal jetzt noch mit der Pistole einen von denen anschießen. Und Zombie hat noch was mitzureden. So, jetzt kann ich auch durchaus mal das hier machen. Augen auf das Ziel! Der eine Archon stirbt. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. Kommst du mit einer Säuregranate zur Säurebombe? Nein, kommt der nicht. Verdammt. Dann stellen wir dich mal dahin. Bin unterwegs. So, Boindal, du kannst wirklich noch auf ihn schießen. Es ist zwar nicht so eine hohe Chance, aber vielleicht triffst du ihn, ja? Nee, schade. Nicht mal knapp! Schade, schade. So, der Kerl ist verbrannt, das ist gut. Der, knapp. Verdammt. Das wäre so gut gewesen. Das wäre so schön gewesen. Warum bewegen die sich jetzt nicht? What the fuck war das denn gerade? Das hat mich verwirrt. Könntest du bitte Peter nicht treffen? Ich habe gesagt, nicht treffen. Zauhund. Das Fiese ist, dass der Kerl sich das Ding da hinten jetzt als Deckung nimmt. Was hältst du mal von einem Kettenschuss? Um den auszuschalten? Das wäre voll cool. Und jawohl. Sehr gut. Dann haben wir den einmal getötet. Schon zweimal, leider. Aber gut, Zu Befehl! So, du könntest dem schon mal wieder Schaden machen. Und Trump kann den dann eigentlich mit einem, mit dem Gefechtsprotokoll erledigen. Dann kannst du... Komm, scheiß drauf. Verschwende mal keine Munition hier. Zumindest mit einer 85. Wahrscheinlich verschwende keine Munition. Ey, in letzter Zeit wieder nur noch Streifschüsse. Und, also generell, Streiftreffer. Nennt man das so? Keine Ahnung, klingt irgendwie falsch. So, oder? Na komm. Bald machst du das Protokoll mal. Der schmeißt sich durch die Gegend, okay. So. Dann lass noch ein paar Schritte nach vorne gehen. Zombie, du gehst dahin. Okay. Wir haben 6 Gegner gekillt, das heißt, es fehlen noch 5. Mal gucken, was wann auftaucht. So, Trump, du könntest mal dahin gehen. Einfach mal das Scan-Protokoll. Vielleicht mag uns das verraten, wo wir die Gegner haben. Da sind 2, da sind 2. Okay. Verstanden. Damit können wir doch was anfangen. Nachgeladen. So, dann Jay entsprechend da hinten hin. Jawohl. Advent ist hier. Oh.
Und da sind die letzten. Wir haben aber noch einen Schildträger dabei, das finde ich nicht gut. Was können wir hier kriegen, wenn wir das Ding hacken? Schön wäre, wenn wir hier wieder unsere Punkte zurücksetzen könnten. Das würde ich dann nämlich gleich mal machen. Kleine Informationssprecher. Feindliche Verstärkung möchte ich auch gerade nicht haben. Wir hätten ohne Probleme den Großen bekommen, aber ausnahmsweise mal kein Risiko. Wie gesagt, mit Verstärkung, da kann ich jetzt gerade gut drauf verzichten. Nichts ist sicher. So. Du musst mal nachladen. Holen wir sie uns! So. Zombie. Kein Problem. Da einmal hin. Mach dich bereit für eine Überraschung! Ich hoffe, dass es den Schildträger da hinten auch trifft. Weil der sollte mal ganz schnell weg. So, der Sektor hat schon mal keine Rüstung mehr, aber scheinbar hat es den Dingens nicht erwischt. Dann halt mal so. Mit Vergnügen! Und halten wir da doch noch eine Brandbombe drauf. Macht dem Sektopoden ja auch zumindest ein bisschen Schaden. Und es killt den Schildträger. Ganz wichtig. So, 6 Schaden durch Säurebrand. Holy crap. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich sehe Adventtruppen. Schwerer Mech und ein Elite-Soldat. Hier ist auch noch ein Schildträger da hinten, verdammt. Eieiei. Okay, das ist jetzt nicht so gut. So, du fängst jetzt mit dem Scheiß an, ja. So, die Frage ist, das Problem ist, das würde das Gerät beschädigen, ne? Ja. Gucken wir noch mal das Übernahmeprotokoll auf den, ob wir den ausschalten können. Wäre gerade gut. Den Typen kriege ich jetzt gleich tot, das ist kein Problem. Ja, den können wir ohne Probleme ausschalten. Das Problem ist, das Ding hat schon tierisch viel Schaden bekommen. Und der Tod wird ja jetzt gleich auch noch explodieren, wenn er kaputt geht. Das halt auch schon wieder scheiße ist. So. Das war's für dich. Ah, okay. Da drüben ist etwas. Das Ding lebt aber noch, das ist gut. So, auf den schweren Mech würde ich jetzt gerade nicht feuern. Sondern gucken, dass wir den Schildträger da hinten ausgeschaltet bekommen. Nehme ich jetzt auch gerne mal die Schredderkanone, wobei die Schredderkanone ist vielleicht jetzt gerade gar nicht mal so intelligent. Weil wegen Auto und so. Ach,
komm, hauen wir einfach mal eine normale Granate drauf. Die ist für dich! Machen seine Deckung schon mal ein bisschen kaputt. Außerdem auch seine Rüstung natürlich. Ganz wichtig. So, du hast die Salve, das stimmt schon. Jetzt erstmal, Jay, kannst du den mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit ausschalten? Das ist gut. Ich weiß, du schießt jetzt erstmal auf dich. Ja, solltest du mal. Den Schaden nimmt er jetzt halt hin. Aber das muss gerade sein. Genau so! So, du kannst den mal bitte ausschalten. Dankeschön. Okay, dann können wir uns jetzt auch um den Mech kümmern. Feindliches Ziel erledigt. Dann können wir jetzt auch den Mech ausschalten. Du hast mit 100% deine Rüstung kaputt. Peter hat zwar nur 72%, aber kann auch mal drauf schießen. Sehr schön. Das war's. Puh. Wir sind die Besten. Viel mehr Schaden hätte das Ding auch nicht nehmen dürfen. 5 Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Und das kriegen wir noch mit. Status bestätigt. Mission erfüllt. Hat zwei Leute verwundet, wahrscheinlich leicht. Also kein Problem. So, die Frage ist jetzt, was haben wir da erbeutet? Das werden wir gleich sehen. Und in der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich schon den nächsten Kontakt herstellen können. Vielleicht sogar die nächsten beiden. Wer weiß. Und vielleicht sogar schon den, können wir schon den letzten Einsatz starten. Mal gucken, mal gucken. Sind auf jeden Fall schon relativ, wir sind kurz vorm Ende. Das wissen wir ja schon seit Ewigkeiten. Jetzt zögern es ja theoretisch nur hinaus. Ich will ja nur Klicks generieren. Hust, hust. Weil ich auch so viel Geld damit verdiene. Ohaha. Ja, ja, durch YouTube kann man reich werden. Das stimmt. Ich nicht. Aber egal. Dafür machen wir das ja nicht. Wir machen ja, weil... Warum nicht, ne? So, können wir jetzt mal... Ich laber schon wieder viel zu viel Bullshit. Komm. Mach doch mal weiter hier. Stunden später. Danke. So, einmal landen. Jetzt ist die Frage, wie lange sind die Leute denn verletzt? Peter ist sogar 12 Tage verwundet. Ups. Okay. Valeriumkern, überragender Stecher und ein Datenspeicher. Sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So, dann geben wir den noch schnell in Auftrag. Auch wenn... Ja, gut, ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ja. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Das ist schön. Und wir werden, wie gesagt, das in der nächsten Folge holen. Wir werden den nächsten Kontakt herstellen und haben dann vielleicht sogar direkt die Infos, die wir brauchen, um den letzten Kontakt herzustellen. Es scheint, aber als hätten wir endlich eine Gelegenheit, Advents Propagandamaschinerie zu zerstören. Ja, das machen wir bald. Leicht, aber wir müssen es zu Ende bringen. Ganz gleich, was es uns kostet. Werden wir. Aber wie gesagt, das erst in der nächsten Folge. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns bis morgen. Ciao, Freunde.